Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich mal wieder ein Unpacking für euch. Hier ist mein kleines, aber feines, hoffentlich doch Rebuy-Paket und ja, ich würde sagen, ich erzähle nicht viel drum. Ich packe das Ganze jetzt mal aus. Ich habe hier mein Messer. Ich hatte nämlich für Rebuy bestellt, da gab es doch vor kurzem diese 20%, ich glaube es waren 20% Aktion und ja, da musste ich einfach zuschlagen und bin gespannt. Ich habe nicht ganz so viel bestellt. Tatsächlich ist einiges, was ich bestellt habe, gar nicht so klassische, ja, Freizeitliteratur, sage ich mal, sondern eher so Art Sachbücher in Anführungsstrichen. Also ja, okay, das erste, was ich sehe, ist schon mal kein Sachbuch. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar ist das After Passion von Anna Todd. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich wurde aber ja sehr, sehr oft jetzt darauf hingewiesen. Lisa, liest es doch mal. Es wird dir bestimmt gefallen. Ich meine, Paddy, Nina, Julia, ich glaube, alle waren ja dann doch irgendwie begeistert. Ja, irgendwie auch nicht. Das ist ja sowas Zwiegespaltenes. Und ich meine, klar, das Buch ist sehr, sehr dick und da fällt es sehr, sehr schwer, da keine Leserinnen reinzubekommen. Aber hier hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Und ich kann damit, bei diesem Buch absolut damit leben, weil, wie gesagt, ich weiß, bei solchen dicken Büchern ist es nicht ganz so leicht, da keine Leserin reinzubekommen. Es ist kaum rund gelesen und ja, hier vorne, das Cover ist halt so, das ist ja so ein bisschen gummiert und dann sieht man halt jeden Dreck. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennt, das wirkt halt so ein bisschen fleckig. Aber ich glaube, ich habe dafür 3 Euro oder so bezahlt, deswegen, ja, anstatt 13 Euro kann man da absolut nichts sagen und ja, ich weiß, dass ich es wahrscheinlich lieben werde, aber ich muss es auch auf jeden Fall ganz, ganz bald lesen. Ich bin hier schon sehr gespannt drauf. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Okay, ich freue mich gerade total, auch wenn man es vielleicht nicht merkt. Ich bin gerade sprachlos. Ja, ich habe diese Bestellung vermehrt Bücher bestellt, wo es um Sherlock Holmes geht. Ich bin da ja schon seit längerer Zeit im Wahn. Also ich liebe Sherlock Holmes, besonders auch die BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch. Und ich meine, ihr seht das ja hier hinten. Aber ich mag auch die ganzen Nacherzählungen, diese Jugendbücher mag ich sehr, sehr gerne. Und ich hatte eins noch nicht. Und ja, das ist noch komplett eingeschweißt. Kostet neu, ist sogar noch der Sticker drauf. 14,99 und ich habe dafür, glaube ich, 4,50 € oder so bezahlt und das Buch ist einfach mal neu. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, und das war noch nicht mal wie neu angegeben. Also ich habe alles sehr gut bestellt. Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall ist das My Dear Sherlock von Heather Petty. Wie alles begann, das ist der erste Teil. Ich glaube, davon gibt es ja jetzt auch schon einen zweiten Teil, beziehungsweise der kommt jetzt bald raus. Und zwar haben wir hier wieder, so ähnlich wie bei Digby und auch bei Holmes und ich, genau die beiden Bücher, die da stehen, geht es wieder um die jungen, um einen jungen Sherlock Holmes und um einen, genau 17-jährig ist er. Und dann ein 60-jähriges Mädchen, und zwar Jamie Moriarty, das ist wohl dann wieder die Nachfahrin. Und ja, die beiden fühlen sich irgendwie auch zueinander hingezogen und verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und so kommt es natürlich, wie es kommen muss. Die beiden geraten in eine Mordermittlung, wo es wohl um die Familie von ihr geht, also von Jamie Moriarty. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau das alles zusammenhängt, aber ja, ich freue mich gerade total. Das Buch ist neu. Da ist nichts dran. Ich, ja, freue mich sehr. Ich werde es gleich erstmal, nee, vielleicht lasse ich es auch so stehen. Ich weiß noch nicht. Aber es kommt auf jeden Fall da hinten mit rein. Ich glaube, ich muss mir dann mal ein neues Plätzchen hierfür überlegen, weil gleich kommt noch mehr. Deswegen habe ich da dann keinen Platz mehr. Aber ja, der Hammer. Was soll ich dazu sagen? Dann geht es weiter mit einem Buch, das ich gerade momentan als Hörbuch höre. Und das sieht auch echt gut aus. Ich meine, für den Preis. Percy Jackson im Bann des Zyklopen. Das ist ja der zweite Teil aus der Percy Jackson-Reihe von Rick Riordan und ich höre die ja als Hörbuch momentan, das heißt momentan, also immer mal wieder höre ich dazu die Hörbücher, bei Spotify gibt es die ja umsonst und ja nebenbei so am Computer lasse ich das dann immer laufen, das ist eigentlich immer ganz angenehm. Ich meine, der Sprecher macht das sehr, sehr gut, deswegen gefällt mir das so gesprochen besser. Ich hatte das ja schon mal angefangen zu lesen, wirklich als Buch und da hat es mir nicht so gefallen. Da kam es mir alles zu jung vor.
Ich muss, oder ich sag's vorneweg, auch wenn ihr mich jetzt wahrscheinlich schlagen werdet oder steinigen werdet, ich mag die Filme sehr, sehr gerne. Ich bin da ein Fan von. Ich mag aber auch den Schauspieler. Ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen. Den mag ich sehr, sehr gerne. Generell die Besetzung fand ich gut. Auch wenn sie natürlich nicht viel irgendwie mit dem ersten Teil zumindest auch zu tun hat. Ich bin ja glaube im zweiten erst so bei einem Drittel oder so. Und das Buch hat mich 2,29 Euro gekostet. Und es sieht einfach mal, ja, es sieht einfach mal aus wie neu. Also ich kann jetzt keinen Mängel dran feststellen. Von daher freue ich mich für diesen Preis. Absolut, das kostet mich sonst ja auch 14,99 €. Und ja, dann habe ich es zumindest auch als Buch hier, weil bisher gefällt es mir echt gut. Und ich werde mir anderen Teile auch immer so mal nach und nach, ja, einfach mal dazu kaufen, weil, ja, jetzt macht es mir schon Spaß. Also ich kann verstehen, dass da so dieser Hype drumherum entstanden ist. Deswegen freue ich mich auch sehr über dieses Buch. Also wirklich ganz, ganz toller Zustand. Das ist ja irgendwie jetzt heute meine Glücksbestellung irgendwie. Und dann geht es weiter mit einem Buch, was eher so die Sachrichtung geht. Was aber auch echt super vom Zustand her ist. Also, ja, freut mich sehr. Und zwar Menschen lesen. Ein FBI-Agent erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt. Von Joe Navarro. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, eher so ein Sachbuch, wo es halt darum geht, ja, die Körpersprache von anderen zu lesen. Wie der Titel ja schon erahnen lässt irgendwie. Das Ganze habe ich mir gekauft, beziehungsweise ich bin auf den Trichter irgendwie erst gekommen. Weil ich persönlich sehr, sehr gerne Lie to Me zum Beispiel gucke oder jetzt grob gesehen The Mentalist. Das geht hier alles ungefähr in dieselbe Richtung, wo man halt den Menschen ja ansehen kann, was sie denken. Ich meine, bei Lie to Me ist das ja so ein bisschen umstritten, dass das wirklich gar nicht so ist, wie das da dargestellt wird. Klar ist das immer überspitzt, aber trotzdem, so ein Fünkchen Wahrheit ist ja dann doch immer mit dabei. Und ich finde diese ganze Körpersprache-Geschichte sehr, sehr interessant. Und dieser Joe Navarro ist wohl ein FBI-Agent, der auch richtig ja, Leute entlarvt hat, irgendwie Spione. Und ich bin hier sehr gespannt. Es sieht echt gut aus. Und ich denke mal, das wird ja ganz interessant werden. Hier sind dann auch so ein paar Bilder mit drin. Und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Hintergrundinformationen über Gehirn und über Abläufe. Also das werde ich immer mal wieder zur Hand nehmen und immer mal wieder ein paar Kapitel darin lesen. Das ist jetzt nicht so ein Buch, außer es packt mich jetzt total, weil ich es so interessant finde, dass ich es an einem Stück durchlese. Aber das, finde ich, kann man auch gut dann mal so zwischendurch immer mal wieder lesen. Und da freue ich mich sehr, dass ich das jetzt habe. Und ja, es ist nichts dran, keine Leserille. Und ich glaube, das hat auch 4 Euro, 5 Euro gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, neu kostet es 15 Euro oder 16 Euro. Ja, ich freue mich sehr. Und dann geht's weiter. Mit einem Buch und ich freue mich. Und das sieht auch echt gut aus, was ich jetzt so gerade sehe. Ja, es ist aber sehr klein. Also ich dachte, es wäre größer und dafür ist es eigentlich schon echt eine Frechheit. Sherlock, die Fallsammlung. Das ist auch mal wieder ein ja, Zusatzbuch zu der Sherlock-Serie. Ich meine, man sieht hier schon Benedict Cumberbatch. Ich hoffe, es spiegelt nicht ganz so sehr. Das ist ja von der Art her so wie das große Sherlock-Buch, was ich hier habe. Das ist grandios. Und das hatte ich jetzt schon so lange auf dem Wunschzettel. Das kostet neu, glaube ich, 16,99 € und für so ein dünnes, mittelgroßes Büchlein, ja, finde ich das schon recht teuer. Ich muss mal reinschauen, wie es denn aussieht. Ich habe jetzt auf jeden Fall 11 Euro für bezahlt und das finde ich dann noch in Ordnung. Aber es ist doch echt cool aufgemacht. Also, ich zeige euch mal hier so einen Einblick. Das sind dann so Teile quasi aus den Serien. Und ja, nein, also, ja, es ist halt was, wenn man Fan ist, dann muss man ja irgendwie alles sammeln und immer mehr Wissen irgendwie ansammeln und sich aneignen. Und ja, dafür ist das Buch wahrscheinlich sehr, sehr gut. Und um nochmal die alten Fälle quasi aufzurollen und nochmal durchzugehen, bevor jetzt im Januar ja hoffentlich auch auf Deutsch, ich habe noch keine richtige Info dazu, aber zumindest ja im englischsprachigen Raum die vierte Staffel, wohl auch die letzte Staffel startet. Und ja, das ist dann so ein bisschen die Überbrückung zur Wartezeit. Und das war es eigentlich auch schon. Neben dem ganz anderen Kram, der hier drin liegt, habe ich noch ein Buch gekauft. Und ich kann euch absolut nicht sagen, worum es geht. Es ist von Anthony Horowitz, der Fall Moriarty. Das ist der zweite Teil, sage ich jetzt mal, zu... Ich habe es jetzt gar nicht hier stehen, weil ich es gerade momentan lese. Eine Geschichte mit Sherlock Holmes oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, dieses Schwarz-Weiße, wo hier die Sherlock-Silhouette drauf ist. Das lese ich momentan. Das ist quasi
Ja, oder das sind quasi, oder ist so ein historischer Kriminalroman, wo es halt auch um Sherlock geht und auch um Watson. Also alle sind quasi zusammen, wie als ob es ein ganz normaler Fall wäre, aber wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ich sehe wirklich das Bild für Bild als Serie vor mir, weil es halt auch diesen charakteristischen Erzählstil hat irgendwie. Also ich kann mich da absolut reinempfinden und es kommt mir sehr, sehr authentisch vor. Und ich habe gehört, dass das hier noch viel besser sein soll. Das hat nämlich letztens auch erst eine liebe Abonnentin geschrieben, dass das Buch noch besser sein soll als das erste. Und da hat die es schon bestellt. Also das war ja wohl ja, ein Zufall. Und das war auch, glaube ich, für 2 € und das sieht echt super aus. Es hat eine ganz, ganz schwache Leserille, aber ich glaube, die werdet ihr wahrscheinlich gar nicht erkennen. Und ja, gefällt mir sehr gut auch wieder von der Aufmachung her. Passt natürlich dann gut zum ersten. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wahrscheinlich um Moriarty, wie ja der Titel schon erahnen lässt. Und ja, wie er gegen Sherlock irgendwie vorgehen möchte und wie Sherlock das dann wieder schafft, sich da rauszuschlawinern irgendwie. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Das ist auch recht dünn. Ich schaue mal gerade. 340 Seiten. Ich glaube, das erste hat aber auch nicht viel mehr. Man braucht halt, zumindest ich brauche ein bisschen länger, weil es halt sehr, ja, halt in dieser historischen Art geschrieben ist. Nicht ganz so jugendlich, was ich ja sonst so eher lese oder was ich von Sherlock bisher gelesen habe, sondern halt so richtig urtypisch. Und ja, da muss man erst mal mit klarkommen. Aber wenn man einmal drin ist, ist es wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut geschrieben. Also das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, zum ersten Teil zumindest. Und ja, das war's von mir. Das war meine kleine Rebuy-Bestellung. Ich habe tatsächlich gestern nochmal bestellt, weil es gestern nochmal 15% gab wegen Black Friday. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss dann nochmal bestellen. Also werdet ihr dazu wahrscheinlich auch nochmal ein neues Unpacking dann sehen. Aber ich konnte jetzt nicht länger warten und musste den Karton aufmachen. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich. Man kann den irgendwie nicht so lange drum irgendwie stehen lassen. Man muss unbedingt wissen, wie die Bücher sind und da die ganzen Bücher ins Regal einräumen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich das jetzt gleich machen kann und meine kleine Sherlock-Ecke ein bisschen erweitert wird. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass wir uns beim nächsten Mal auch schon wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss!